Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Danilo LP. Ich begrüße euch zum nächsten Part von Tales of Graces F. Ja, in der letzten Folge hat uns Richard, aka Tiger Festival, aka Tiger Party, aka unser großer Bruder, nördlich von Barona eine Landstraße gezeigt, die zu einem. Ja, zu einer Klippe geführt hat, die ein wunderschönes Bild gezeigt hat. Was alles entstehen kann, wenn wir Menschen uns nicht in die Natur einmischen. Also ohne Krieg und was weiß ich. Ja. Und ich würde sagen, wir machen jetzt einfach weiter, weil ich habe jetzt ungefähr 3-4 Mal versucht, diese Aufnahme zu starten und mir sind so blöde Fehler passiert und ich könnte so kotzen. Deswegen machen wir jetzt einfach weiter. Auch wenn ich jetzt was Falsches gesagt habe. Ja, ist ja klar, die euch sehen, ihr habt euch ja kein Stück wegbewegt. Espel haben sie nicht erkannt. Time to face the music. Lord Aston, I must return to the boat and continue with preparations. Yes, of course. I leave it to you, Mr. Oswell. Goodbye for now, Hubert. I look forward to seeing you again. Yes. Goodbye. Boah, ist meine PS3 am Abspacken. Ist er nur 40 Grad draußen. Asbo, what are you doing here? Im Schatten. Prince Richard, is that you? What's going on? Well, you see... Never mind, it doesn't matter. I suppose I can forgive you this time. Your Highness, I pray my son causes you no further trouble. Dad? I must return to the inn. When you're finished with the prince, meet me inside. Hui. Never this nice. What's going on? Wait, why do I care? Now I don't have to sneak around anymore. This is great. Are you all right, Hubert? You're being awfully quiet. Are you upset we've been exploring the town without you? Look, we weren't trying to leave you out. It just sort of happened. They did this on my behalf. But we should have invited you along. I'm sorry, Hubert. We spent the whole time trying to hide Richard from people. We had to pretend he was our big brother and everything. What about me? Am I still your brother? Huh? What are you talking about? Of course you are. Yes, of course. What's gotten into you? Maybe he doesn't want to share his only brother. Maybe he thinks we stole you away from him. Hey, cut it out! That's enough! You're embarrassing me. I know what to do. Let's take Hubert out and show him around. Perhaps you would like to see the castle. Can you really get us all in? Well, we'd probably have to sneak you in after dark. We can't use the front door, but I know a secret passageway that'll work. Du bist doch der Prinz. Warum können wir nicht einfach ins Schloss reingehen mit dir? Ist er weg? So schlimm? I found out about it from some old documents. I just tried it a few days ago. It leads from the castle to a building called the Royal Sanctuary. This is a great plan. Then it's settled. We'll meet tonight in front of the Royal Sanctuary. We'll be there. I have to get back before people start to miss me. See you tonight. This is gonna be great. I told you we could count on Richard. I'm so excited. Aren't you excited, Hubert? Sure. Okay, let's head back to the inn and wait for it to get dark. This is gonna be seriously great. Wie er sich so freut, ins Schloss gehen zu können. Hubert hat den Titel Zweitgeborener bekommen. Ja, direkt ausrüsten.
Okay. Ja, was anderes außer jetzt übernachten können wir nicht machen, also machen wir doch. Wird sich ausruhen. Ja, und immer wenn es Story relevant ist, kosten komischerweise solche Übernachtungen überhaupt nichts mehr. Oh, verdammter Stuhl. Da müsste euch bestimmt auch schon mal aufgefallen sein. Oh, jetzt können wir mal hier rein. Konnten wir letztes Mal nicht hin. Hallo. Oh, Reis im Schrank. Jetzt ist es meins. Wo bin ich ein Assi? Klaue ich Reis von anderen Hotelgästen. Everyone ready? All right. Let's head to the Royal Sanctuary. Hopefully Richard's already there. Ja. Dann gehen wir mal los. Gebe ich dem königlichen Heiligtum. Me not kann sprechen today. Very good. Da geht's wieder nach draußen, oder? Oder? Nein, tut's nicht. Boah. Ach ja, wir haben ja, glaube ich, die Waffen hier gekauft. Linki und Rechti. Geil. Baronische Klingen. Geil. Dann gehen wir mal zum Schlossbezirk. Da geht's nämlich lang. Ja, ich sagte euch, ich bin hier nicht so ein... Was macht die noch da draußen? Egal. Hi. Tiefenauge der Rassekatze scheint dir etwas sagen zu wollen. Wenn ihr nicht wisst, was ihr als nächstes tun sollt, drückt einfach allein. Miau. Das nützt aber nichts, wenn jemand so debil ist wie ich. Ja. Dann warten wir mal. Richard scheint ja noch nicht da zu sein. Ist das das Royal Sanctuary? Es scheint like it. Und Hubert scheint immer noch ein bisschen debil zu sein. Jetzt bist du so Fahrstuhlmusik kommen, das wäre doch perfekt. Na? Sophie steht immer noch an derselben Stelle. Die beiden scheinen sich zu zanken. Sherry geht dazwischen. Man, Sophie steht immer noch wie ein Stein an derselben Stelle. Should give up and go back to the inn. Something important probably came up. Richard would never break his word. He'll come, I know it. Oh. Na, oh, Scheiße, jetzt hast du es verjagt. Sophie steht schon wieder. Asta, I think we've waited long enough. It's very late now. We should get back. I don't understand. Why didn't he come? Warum wohl? Weil er wahrscheinlich der Prinz ist und von allen bewacht wird. Hey guys, come here. I found something. Wahrscheinlich noch nicht mal am Klo gehen kann, ohne dass er verfolgt wird. Von seinen Wachen und was weiß ich. Can we crawl through that? Come on, let's check it out. Dann gehen wir mal da rein. Steht betreten, also gehen wir mal da rein. Hui! Dreht das königliche Heiligtum. So. Und hier haben wir eine Entdeckung. Wasser der Vergebung. Wasser aus dem königlichen Heiligtum von Barona. Man soll damit Geister exorzieren können. Der Junge, der alles wusste. This water purifies one's body for the absolution of worldly sins in the hereafter. Asbel, do you have any idea what you're saying right now? Nope, not a clue. How about you, Sharia? I don't really know either. It means that even if you did a bunch of bad stuff when you were alive,
You'll be forgiven when you die. I knew Hubert would know. You should pay more attention, Asbel. I won't always be around to explain things to you. What's up with her? Asbel? Sorry, Hubert. What did you say? Forget it. Oh, come on, don't get all sulky now. Aw. Okay. Mann. Was ist denn mit Hubert los? Wir werden es wohl nie erfahren. This must be the entrance to the secret passage. Well, we've come this far. Might as well go inside. No, it's dark in there and probably dangerous. Plus, what if Richard comes while we're in there? Richard has to use the passageway to get here, right? We'll just meet him on the way. Ooh, maybe we can find him and scare him. Come on, let's go. Na gut. Hm. Wo sind wir? Setzen wir die Reise fort. Oh. Na gut. Wenn es sein muss. Oh nein. Wo sind die schwach? Ja, wenig HP. Ach ja, und Hubert ist ja gebaut. Aber wieder zu dritt. Ganze Truppe vereint. Bis auf Richard. Das hatte ich vorher gesagt. Und mein Gott, wie wenig ziehen wir den denn ab? Dann weiß ich das. Oder auch nicht. Boah, 20. Das ist geil. Aua. So, da war ich noch was. Kann ich Hubert jetzt auch hier so ein 6er Ding einsetzen? So, mit dem Steuerkreuz wegzufahren, übrigens, hab ich ja überhaupt schon gemacht. Ja, er macht diesen Kreislauf. Kreise, Blüter. Er macht hier so einen Tempestangriff. Hubert macht hier so eine. Ich finde ja immer noch die Erklärung, die habe ich mir mal irgendwann angeguckt. Drehangriff, eine Art basierend auf den Zentrifugalkraft gleich Energietheorie. Hubert bereut es jedes Mal. So geil. Ah. Ja, die haben es aber auch nicht. Warum gibt mir in jeder Gegner in dieser Zeit einfach was besser? Soll er? Oh. Soll das denn? Ich sollte mal vielleicht gucken. Ja, über Ausrüstung kann man nämlich auch die Titel ausrüsten im Kampf. Da soll ich mal gucken, was ich als nächstes hier aufnehmen kann. Ich hätte vielleicht physische Angriffe, ja. Aber der wechselt also, ja. Wird jetzt noch nicht so wichtig sein. So, der Kampf dauert jetzt auch schon wieder 2-3 Minuten. Was soll das? Das ist normaler Kampf. Danke, Sophie. Und wir haben viel FP bekommen und eine schattige Klaue. Und Hubert hat Kreuzklinge erlernen. Geil. Na gut. Dann machen wir noch einen Kampf ganz schnell. Dann werden wir den Park. Oh, da sind noch zwei. Wenn jetzt schon wieder so zwei von diesen Geisterratten oder Rattengeister kommen werden, wäre übel gewesen. Hubert, irgendwie bist du sehr schnell kaputt. Kannst doch mal helfen, auf den aufzukloppen, auf die Fähigkeit aufzukloppen. Dann könnten wir den Gegner vielleicht schneller erledigen. That was so scary. I wasn't scared. Gut. Ey, wahrscheinlich was ich erst mal gelernt habe. Na ja, und er hat schon wieder einen Titel gewechselt. Eiskalt. So, dann würde ich sagen, ich beende den Part hier. Und wir sehen uns ja, im nächsten Part. Das hier ist das Ende von diesem Part und wir sehen uns am Anfang vom nächsten Part. Tschüss.